Ich glaube, das ist so mehr so ein Boss-mäßig. Vielleicht können wir uns ja mit denen anfreunden. Hi. Was machst du, bezaubern? Na was, ich hab nicht mehr drauf. Okay, ich habe jetzt ein Problem mit denen. Also der hier, der ist, naja, ein bisschen fortgeschrittener als wir. Ja. Oh Gott, das ist so eine ganze Art, die so... Ja, die sind ein bisschen kranker, die Art. Die haben schon mehr Erfahrungen in allem. Mehr Leben, mehr Angriffskraft, die haben alles einfach. So, und die, die könnte ich eigentlich hier problemlos erledigen. Aber es wäre besser, wenn ich die noch mehr zu meinen Freunden hätte. Und vor allem wahrscheinlich sogar noch einfacher, oder? Habe ich dieses Dildelin überhaupt? Nein, ich habe das gar nicht. Ja, mit Singen komme ich da auf jeden Fall weiter. Wenn ihr singen wollt, dann mache ich das wohl. Ich komme mit Singen wohl so weit ran, dass die mich haben wollen. Go, my friends, forever. So, können wir dich auch überzeugen? Ich kann das nicht. Aber wir können gut tanzen. Kannst du das? Ja, guck mal, wir können einen richtig geilen Move machen. Oh, sing, das kann ich. Das kann ich, guck mal. Und da haben wir uns getroffen und alles ist gut. Guck, das freut mich doch. Wenn es uns allen gut geht. So, aber die Art da hinten ist jetzt ein Problem für mich. Das ist schon so ein anderes Kaliber hier, ne? Oder? Ey. Ah, warte mal. Habe ich die angemacht, blöde oder so? Ey, komm, was ist dein Problem? Ich komme in Frieden. So, und jetzt wisst ihr schon gleich nicht, was ihr von mir halten sollt, oder? So, das Knurren könnt ihr jetzt aber ruhig bleiben lassen. Oh, meine Muskeln. Diese Kraft, ich spüre sie. Ja, und mein Gehirn. Oh, explodiert. Es explodiert. Ich bin ein Supergenie geworden. Nein, okay, mehr Intelligenz. Der nächste Schritt Richtung Bewusstsein. Dein Gehirn ist größer, dein Status ebenfalls. In deinem Rudel ist Platz für zwei. Aha. Hey, komm. Ach, scheiße, jetzt habe ich gesungen, obwohl du tanzen wolltest. Versuchen wir es vielleicht nochmal? Yeah, wir sind Friends forever. Guck mal, da freuen die sich wieder alle. Ey, was haben die denn da für eine Spezies? Guckt euch mal die an. Alpha-Fisch, ne? Die sehen merkwürdig aus. Ich muss niesen, scheiße. Was könnt ihr denn? Ihr seht so bezaubermäßig aus. Ich kann nur posieren irgendwie. So bezaubern kann ich irgendwie nicht. Ja, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Wenn ihr unbedingt Beef wollt, dann kriegt ihr auch Beef, Mann. Ja, was? Euch machen wir fertig. Also ich finde, das läuft eigentlich ganz gut. Oh Gott. Ja. Vier Pfote. Wow. Das ist doch auch schon mal was. So. Jetzt essen wir mal ein bisschen was. So, jage drei Fischner. So, das ist jetzt unsere neue Mission. So, also ich glaube, ich bin satt fürs Erste. Und muss die Kleinen erstmal hier... guck mal, fressen wir erstmal die Babys hier. Ja, was? Es ist halt leichtes Futter ist das. Ey, wartet mal, wartet mal. Leute, Leute, Leute. Wow, lauf! Geronimo! Wow! Oh Gott. Hilfe! Meine Freunde!
Ich werde auseinandergenommen. Ah! Ich habe mich mit der falschen Spezies angelegt. Komm, also das können wir doch skippen. So. Guck mal, was hier rauskommt. Ey, aber ich brauch... Okay, also. Wo... Unser Zuhause ist nicht hier. Also da haben die mich jetzt aber gerade aus dem Leben genockt, ne? Die kleinen Teile. Hätte ich gar nicht erwartet. Ja, euch brauche ich nicht mitzunehmen. Ihr seid eigentlich so klein und mickrig. Eigentlich könnte ich euch töten. Wo ist mein Zuhause? Ey, wieso kannst du nicht den Berg hier hochlaufen? Was ist kaputt mit dir? Lauf da hoch. Lauf da. Oh, oh. Die sind aggressiv. Die sind aggressiv. Die sind aggressiv. Ich will jetzt mit denen anfangen. Lauf. Wo sind denn jetzt meine... Wo ist meine Familie jetzt eigentlich hin? Da geht man einmal sterben und schon ziehen die um bis nach Paraguay. Scheiße, scheiße. Oh, die sind alle voll aggressiv, voll knurrigen. Leute, wo seid ihr? Oh nee! Geh weg! Ey, wenn du mich angreifst. Überleg, was du da tust, Mann! Ja, ohne Scheiß. Also, der hat sich mit mir angelegt, ne? Und wenn er mit mir anlegt, dann, dann werde ich sterben. Oh. Ich habe gerade 0 HP. So, zumindest fast 0 HP. So, jetzt kann ich mich wieder voll essen. Oh Gott. Das tut gut. Das tut gut. Na, ihr werdet sehen, ey. Ich komme gleich mit meinem Rudel an und dann mache ich euch fertig. Allesamt. So, aber erstmal pimpe ich meinen Charakter gleich. Irgendwie sind die Zacken so auf den Schultern so ein bisschen hibbelig, wenn ihr mich fragt. Leute, ich bin wieder da. Du hast dieses Nest besetzt. Zukünftige Generationen werden hier geboren. Ja, super. Ja, Leute, ich will ein Kind machen. So, du bist mein Freund. Ey, ich muss aber Love machen. Love. Ja, okay, Techtelmechtel können wir überspringen mit Escape. 4 Pfoten. Weiß ich nicht, das ist... Sieht schon mehr so... Weiß ich nicht halt, ne? Sind wir schon so... Mit 4 Pfoten sind wir doch schon ein bisschen, besser näher dran am männlichen so. Und mit 3 sind wir eigentlich auch näher, aber irgendwie sieht das nicht so geil aus. Irgendwie bleibe ich lieber bei meinen beiden Pranken, wobei das ist Schlagen Stufe 2. Die sind doch besser, diese... Auch wenn sie nicht so geil aussehen. Ey, eigentlich wollte ich nur dieses Teil größer machen, nicht wirklich meine Hände. Boah, jetzt habe ich aber... Boah, Leute. Ich will doch nicht solche Pranken haben jetzt. Also so ist es in Ordnung, meine ich. Ich meine, guckt euch das an jetzt. Geil. So. 4 Pfoten dort. Habe ich ja schon implementiert. So, allerdings brauche ich die hier. Ich weiß nicht, ich könnte mir den eigentlich auf den Kopf draufpacken. Mehr oder weniger. Oha. Der ist ja jetzt richtig extended hier. Das sind ja richtige Scheren jetzt schon fast. Ey, das sind richtige Hörner. Das passt ja mehr hier hinten drauf. Warte. Wenn ich jetzt das hier wegpacke und das Ding hier hinten dran packe, dann ist das ja so eine richtige, boah, weiß ich nicht, einfach so eine richtige Waffe auf jeden Fall. Muss halt aber auch nicht so mega riesig sein. Aber es muss halt auch dazu passen, ne? Es muss ja irgendwie, keine Ahnung. Das geht schon irgendwie so.
Habe ich jetzt eigentlich die genommen oder die Giftteile hier? Ne, Giftteile habe ich nicht benutzt. Hm, ich weiß nicht. Ja, damit kann ich bezaubern. Sogar ziemlich gut kann ich damit bezaubern. So, wenn ich jetzt die wegpacke, kann ich am besten die Flügel hier dran nehmen. Und warum? Weil die es können einfach. So, Moment. Ne, die passen da nicht so gut hin. Wenn dann... Auch nicht so. Nein. Ja, die splitten sich halt so echt komisch. Ich glaube halt nicht, dass der Sinn und Zweck ist, dass sie so sind. Sieht halt schon irgendwie merkwürdig aus, muss ich sagen. Ja, auf den Schultern sieht das auch echt seltsam aus. Ich habe halt irgendwie keinen so einen breiten... Rücken für sowas. Nee, irgendwie passt das nirgendwo hin. Ich mache das jetzt einfach mal so. Vorfühler, weiß ich nicht, packe ich einfach mal hier hinten drauf. Da fällt da keinem auf. Zumindest nicht so stark. Und ansonsten... Keine Ahnung. Machen wir uns so ein bisschen größer. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt ein ganz kleines bisschen größer gemacht habe. Ich glaube wohl. Komm, wir müssen nicht hier immer ständig das Gleiche machen. So, sozialmäßig kann ich, habe ich jetzt alles drauf positionieren, also posieren, bezaubern und so. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil für mich. Irgendwie sieht das trotzdem von der Bewegung her echt komisch aus. Muss ich ehrlich zugeben. Ey, und irgendein Volk wollte doch mit mir vorhin Beef anfangen, oder? So, irgendwie sieht das echt komisch aus, wie die Muskeln bewegt werden. Naja. Ich glaube, ich brauche mehr Leute in meinem Rudel. Du gehörst nicht zu mir, oder? Das kann ich aber auch. Sogar ziemlich gut. Pass auf. Bing. Da habe ich dich beeindruckt, ne? Jawohl. So, hier, da kann ich noch was looten. Was haben wir denn da? Komm, hier, nimm das. Nimm's. Ah, noch mehr Seeteile. Aber man kann Sachen, glaube ich, nicht doppelt einsammeln, ne? Deswegen... Komm, schön alles looten. So, diese Spezies, die sieht eigentlich sehr... Ja, danach aus, dass man die einfach kaputt machen könnte. So sieht die Spezies irgendwie mehr als... Ja, am Ende ist dann aus. Deswegen mache ich die auch kaputt. Hilfe! Ich glaube, die haben meinen Rudel auch gerade irgendwie ausgelöscht, kann das sein? Da, ich brauche neue in meinem Rudel. Deswegen... So, und jetzt... Nein, warte mal, dich... Das ist, wenn ich mich... Ja, nee, 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 ich brauche mehr zum Rudel jetzt. Ach, tanzen wollt ihr? Alles klar, so. Ihr gehört jetzt wieder beide mir. Und hatten wir die jetzt nicht irgendwie so halb wenigstens zersäbelt? Nee, das waren die nicht. Wir haben da hinten gerade ordentlich eigentlich Beef gemacht, oder nicht? Oder sind die jetzt abgehauen? Oh Gott, die sehen böse aus. Ich weiß nicht. Hey yo, die können fliegen. Können gleiten. Ich weiß nicht, soll ich sozial sein? Ja komm, ich komme da wohl irgendwie klar. Was? Oh Gott, ihr habt viel zu schöne Münder. Ey, ich komme da überhaupt nicht gegen an. Ihr seid voll gut in allem irgendwie gerade, oder? Das ist irgendwie dieses... Ja, das kann ich eigentlich gut. Nee. Also die sind nicht von mir so beeindruckt. Ja, dann muss ich leider... einen kleinen Nachwuchs auseinandernehmen. Ja, was soll ich denn machen jetzt? Nimm den Kleinen auseinander. Tu es. Dann haben wir Krieg angefangen. Es ist unfair. Komm runter.
Jawohl. Yo. Nimm den durch. SES will Beef. Ey, mein Mate ist hier auch gerade am Verkacken. Das ist ein kleines Problem für mich. Nein. Okay, er ist tot. Wieso macht er nichts? Hallo? Ja, weil da was im Weg steht. Ja, super. Komm schon. Buddy, wir schaffen das. Jawohl. Komm, wir müssen uns ein bisschen erholen. Ein bisschen erholen müssen wir. Ach, komm, wir gönnen uns das ein bisschen. Komm, wir fressen uns hier richtig voll. Oh, müssen noch eigentlich hier so einen Bienenvogel kaputt machen. Dann haben wir es auch geschafft. Dann sind wir auch schon ein Stück weiter. Dann kriegen wir nochmal 30 DNA-Punkte dazu. So. Ah, Gott. Das Ei. Kann ich das Ei nicht einfach kaputt machen? Oh, geil. Ich wusste gar nicht, dass man sowas machen kann. Ich kann das Ei einfach auseinandernehmen. Also, mein Leben geht's gut, aber ich weiß nicht, warum mein Mate nicht angreifen will. Das verstehe ich gerade nicht. Hallo. Achso, jetzt ist die Art eh ausgelöscht. Achso, ja, okay. Und was ist jetzt mit dem Ei hier? Ja, keine Ahnung. Jetzt bin ich irgendwie der King im Ring, oder was? Was sind das überhaupt hier für Geräusche? Das hört sich an, als ob hier Party gehen würde. Oh Gott, das hört sich irgendwie so ein... So wie ein Meteor gerade auf Erde gekracht ist oder so. Hm? Alter, jetzt ist gerade voll Party. Alter, ihr seid ja... Ihr seht ja echt irgendwie niedlich aus. Keine Ahnung, irgendwie komische Schweinchenbärchen oder sowas. Guck mal, das kann ich auch. Oh Gott. Da schlagen irgendwie noch so kleine Meteorteile da ein. Und weiß ich nicht. Wir entspannen hier und tanzen und singen und... Ist schon echt lustig, ja. Guck, das kann ich, das kann ich, das kann ich. Hui. So, ich bräuchte eigentlich noch einen von meiner Art, um hier irgendwie alle Leute zu überzeugen. Ey, jetzt stellt ihr euch noch dazu, oder was? Nee, Mann, da kann ich nichts gegen machen. Das geht nicht. Ich brauch... Boah, Alter, was sind das denn für Teile? Oh Gott. Die sind böse. Sprintikus. Weg hier. Links, rechts. Movement. Uhuhu. Wir sind erfolgreich escaped. Wo ist unser Lager? Unser Lager ist hier vorne eigentlich. So, ich brauch dich in meinem Rudel. Ist das euer Ernst? Wieso macht ihr sowas? Hört auf mit sowas. Kommt einfach direkt in meinen Rudel rein. Gut, du gehörst jetzt eigentlich mein Rudel, oder nicht? Du bist doch jetzt mein Friend, mein Big Friend. Gut, Leute, wir machen an diesem Punkt erstmal einen kleinen Cut. Und ich sage an dieser Stelle einfach mal, bis zum nächsten Mal.